Im letzten Video habe ich einen kleinen Überblick über die VPN-App auf dem QNAP NAS gegeben. Und jetzt stellen sich von euch natürlich manche die Frage, warum soll ich denn eine VPN-App laufen lassen oder einen VPN-Server betreiben bei mir im Heimnetzwerk? Da möchte ich euch mal einen Anwendungsfall demonstrieren, den ihr bestimmt auch alle nachvollziehen könnt. Auf dem NAS habe ich ja in der Regel Dateien liegen und auf die möchte ich natürlich auch von außen zugreifen können. In der Regel ist es so, dass ich jetzt nach einer Standardinstallation von einem NAS nur auf die Dateien aus dem Heimnetzwerk auch zugreifen kann. Das heißt, alle Geräte, die Zugriff auf die Dateien haben möchten, müssen sich im Heimnetzwerk befinden. Ich habe jetzt mal als Gerät hier das Handy genommen. Da das am gleichen Router hängt bzw. im gleichen Netzwerk ist, kann das auf die Dateien auf dem NAS zugreifen. Das soll hier dieser lilane Pfeil symbolisieren. Bin ich jetzt außerhalb meines Heimnetzwerks, das heißt im großen, weiten Internet, beim Nachbarn im Internet eingeloggt, in meiner mobilen Datenverbindung oder sonst wo, dann komme ich gar nicht auf das NAS. Denn da habe ich ja nur eine private IP eigentlich, eine 192.168.irgendwas IP und die kann ich ja gar nicht ansprechen von außen. Möchte ich das trotzdem tun, geht das schon. Also ich kann dünn DNS einrichten, das heißt meine IP wird auf einem DNS-Server gespiegelt und ich muss eine Port-Freischaltung machen im Router. Was heißt das? Die Firewall im Router muss ich so konfigurieren, dass sie bestimmte Anfragen auf bestimmten Ports durchlässt und gleichzeitig ans richtige Gerät weiterleitet. Sieht dann ungefähr so aus, also der Firewall im Router sage ich, naja, lass mal hier die Anfrage auf Port 22 rein, die ist gedacht für das NAS. Port 22 ist zum Beispiel SFTP, Port 445 ist SAMBA, damit kann ich auch auf die Dateien zugreifen und Port 8080 ist auch sinnvoll, um zum Beispiel das NAS zu administrieren über die Web-Oberfläche und auf Port 22 kann ich auch noch über SSH mich verbinden. Das heißt, das sind ganz nachvollziehbare Anwendungsszenarien, damit ich von außen auch auf meine Dateien komme oder das NAS updaten kann, ja, und solche Sachen. Jetzt muss ich da aber quasi Löcher in die Firewall reinpieksen. Diese Portweiterleitungen sind nichts anderes als die Firewall zu öffnen für bestimmte Dienste. Und diese Dienste können Sicherheitslücken haben. Das heißt, wenn jetzt SFTP eine Sicherheitslücke hat, kann ein Angreifer eventuell in mein Heimnetzwerk einbrechen oder sonstigen Schabernack treiben. Ähnlich bei den anderen Protokollen, also HTTP oder HTTPS könnten eine Lücke haben. Ich weiß auch nicht, ob diese Protokolle alle verschlüsseln. Das heißt, kann ich meinen Traffic geheim halten vor anderen? Das ist da alles nicht gegeben. Deshalb ist mein Ansatz einfach zu sagen, wir machen nur einen einzigen Port auf. Das wäre der OpenVPN-Port. Und nur den lassen wir durch, weil so damit simuliere ich meinem Gerät, also dem Handy, dass es sich im Heimnetzwerk befindet und auch der Router denkt, das Gerät ist im Heimnetzwerk und bekommt alle Rechte wie ein Gerät, das auch tatsächlich im Heimnetzwerk physisch sich befindet. Das heißt, ich kann mit anderen Geräten im Heimnetzwerk kommunizieren, ich kann sogar den Router administrieren, ich kann meinen NAS administrieren. Ja, ich muss aber nur diesen einen Port dafür freischalten. Der Einwand, naja, auch OpenVPN kann unsicher sein und es könnte jemand da Schabernack mittreiben, falls es eine Sicherheitslücke gibt. Ja, das ist völlig vollkommen richtig, aber ich habe hier eben nur ein Protokoll, das ich aufmache. In dem anderen Beispiel waren es drei, also ich vergrößere oder verkleinere in dem Fall meine Angriffsfläche einfach. Deshalb würde ich OpenVPN nehmen und ja, dann seid ihr alles sorgenlos, weil dann seid ihr im Heimnetzwerk einfach eingebucht sozusagen und ihr könnt euch auch sicher sein, dass diese Verbindung verschlüsselt ist.